wenn man lernende Systeme hat, die sich adaptieren an die Umgebung, die Messdaten verwenden, um sich zu verändern, dann weiß man am Ende nicht mehr, wie sich ein Algorithmus verhält. Der wird sich nicht deterministisch verhalten. Und dann ist immer die Frage, wie geht man mit der Problematik um, wenn solche Verfahren nicht deterministisch beherrschbar sind, sondern ein Verhalten an den Tag legen, das der Programmierer in dieser Form überhaupt nicht durchdacht hat. Die KI wirft sehr interessante ethische Fragestellungen auf und diese haben natürlich an unserer Universität ihren festen Platz, auch aufgrund der Tatsache, dass wir mit Professor Dabruck, den Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, in unseren Reihen haben.